Wenn du gerade mitten in einer Krise steckst und Wege herausfinden willst, dann ist das Video ein wichtiges Tool für dich. Aber auch wenn du dich einmal nur vorbereiten möchtest auf eine mögliche Krise in der Zukunft, auch dann lade ich dich ein, das Video genau anzuschauen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich kann dir deshalb bei der Krisenbewältigung helfen, weil es drei Gründe dafür gibt. Der erste Grund ist, bei der Bundeswehr war ich einer der ersten Soldaten, die für die Krisenreaktion eingesetzt worden ist, die sogenannten KRK-Kräfte. Und der zweite Grund ist, weil ich ein Buch geschrieben habe zum Thema Krisenvorsorge für Einsteiger. Und der dritte Grund ist, weil ich selbst viele Krisen durchlebt habe, sowohl beruflich als auch privat. Ich musste mich verstecken, beispielsweise mit einer Morddrohung über mehrere Wochen. Auf der anderen Seite habe ich auch viele Unternehmen, die ich gegründet habe, auch durch Täler führen müssen und einige sogar einstellen müssen. Der erste und wichtigste Punkt zur Bewältigung einer Krise ist es zu erkennen, dass es eine Timeline in deinem und in meinem Leben gibt. Das bedeutet, heute bist du vielleicht in der Krise, aber du warst es gestern nicht. Und der Prozess der Timeline geht weiter. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass irgendwann in der Zukunft es einen Zeitpunkt geben wird, wo du aus der Krise herausgekommen bist. Und diese Distanz zwischen dem zukünftigen Zeitpunkt und zwischen dem heute kannst du persönlich verringern. Die zweite Erkenntnis, die ich persönlich in Krisen erlebt habe, ist, dass es nicht nur Gründe dafür gibt, weshalb ich in die Krise gekommen bin, sondern es gibt in der Regel auch mindestens 4 Optionen herauszukommen. Und wenn du die noch nicht siehst, dann hast du noch nicht ausreichend danach gesucht. Und psychologisch ist das deshalb so wichtig, dass du daran glaubst, dass es neue Optionen gibt, die nach deiner Krise auf dich warten, weil du nämlich dadurch den Blick von deinem Problem auf mögliche Lösungen überhaupt hinwendest, dass du überhaupt auf die Suche gehst nach neuen Lösungen, nach neuen Handlungsmaßnahmen, nach neuen Alternativen, die sich für dich erschließen werden. Und mit dieser Hoffnung auf das Gute in der Zukunft gehst du über zum nächsten Schritt, nämlich eine Bestandsaufnahme zu machen. Und das ist völlig egal, ob du gerade eine Beziehung verloren hast, völlig egal, ob du gerade deine Firma schließen musstest oder ob du mit einem Flugzeug abgestürzt bist. Du schaust immer, wie geht es dir, welche Ressourcen gibt es um dich herum, welche anderen Menschen sind noch da, welche Verbindlichkeiten, welche Schulden hast du und welche Ressourcen hast du, die du nutzen kannst für den Neustart. Wenn du also deine Bestandsaufnahme abgeschlossen hast und damit sichtbar gemacht hast, wie die Ist-Situation ist, dass du also genau weißt, welche Altlasten sind da und welche Ressourcen stehen dir zur Verfügung, wieder einen Neustart zu machen, dann ist der nächste Schritt, diese 4 Optionen näher zu untersuchen. Und diese 4 Optionen unterscheiden sich in der Regel im Hinblick auf die Zielsetzung. Sind es weitere Ziele, größere Ziele? Sind sie ein bisschen kleiner? Sind sie ein bisschen näher dran? Wirst du mich dann auch herausfinden, wie viele Ressourcen du brauchst? Und im Abgleich mit der Zielplanung und mit der Wegeplanung zwischen deinem Ist und deinem möglichen Soll erkennst du dann, ob deine Ressourcen aus der Bestandsaufnahme überhaupt ausreichen, damit du dieses Ziel erreichst. Du kannst natürlich auch alle 4 Optionen erreichen, indem du vielleicht mit Option 4 beginnst. Und wenn du das erreicht hast, dann 3 vorknöpfst und dann 2 vornimmst und dann schließlich auch 1 erreichst. Entscheidend ist immer, dass du die Balance, dass du den Abgleich, die strategische Betrachtung auch abbildest zwischen deinen Ressourcen und zwischen deinem Zielzustand. Clausewitz sagte einst, Strategie ist die Ökonomie der Kräfte. Und du kannst in jeder Krise, auch wenn es minimal ist, was du an Kräften gerade zur Verfügung hast, kannst du trotzdem deine Ist-Situation verlassen und vielleicht das nächste kleine Ziel erreichen, die nächsten kleinen Baby-Steps machen, Kurs Richtung einer Änderung. Das bedeutet also, wenn du in einer Krise bist, macht es nicht viel Sinn, sich leid zu tun und den Fokus fest auf das Problem, auf die Ist-Situation zu gucken. Sicherlich kann es Sinn machen, ein wenig auch darauf zu schauen, wie du in die Krise bekommen bist, damit sich das nicht wiederholt. Aber viel wichtiger ist, dass du dich auf den Weg machst, dass du dein Schiff wieder in Bewegung bringst, denn erst dann kannst du das Steuer wirksam betätigen. Und denke mal daran, dem Gehenden wird der Weg bereitet. Nur derjenige, der auch glaubt, dass er neue Ressourcen, neue Gebiete erobern kann, dass sich seine Lage verändert, wird schließlich auch dorthin gelangen. Also kurz zusammengefasst, was ist deine Aufgabe? Wenn du jetzt in einer Krise bist oder kommst, dann akzeptiere die. Das ist die Ist-Situation, das ist dein Heute. Und dafür gibt es eine Ursache. Und teilweise warst du auch damit verantwortlich. Selbst in der Corona-Krise, wenn du deinen Laden schließen musstest, hast du in der Vergangenheit es verpasst, dein Unternehmen hybrid aufzustellen, divers aufzustellen, nicht nur online und offline, sondern beides zusammen, vielleicht in mehreren Märkten mit mehreren Produkten. Auch das ist eine Ursache möglicherweise, die du selbst gesetzt hast, die dazu geführt hast, wo du heute bist.
Das Zweite ist aber sofort zu gucken, nicht nur auf das, was dir fehlt oder verloren gegangen ist, diese schöne Vergangenheit, wo alles einfach war, sondern schau darauf, was du hast. Und du hast mit Sicherheit noch ein Leben vor dir, du hast Gesundheit vor dir, du hast Menschen um dich herum und du hast kleinere oder größere Investitionsmöglichkeiten. Und du hast immer die Möglichkeit, auch beim Start Fördermittel zu nutzen, um den Neustart auch perfekt zu starten. Und gute Krisenmanager, die erkennst du daran, dass sie schnell in der Krise neue Optionen finden. Dass sie nicht sagen, ich bin hier heute und ich tue mir leid, sondern sagen, ach, da vorne, diese Möglichkeit gibt es, die, die und die und die. Und das nächste, was sie machen, auszurechnen, wie viele Ressourcen brauchen sie, um die entsprechenden Ziele dahinter zu erreichen. Und aus dieser Berechnung, dieser vier verschiedenen Handlungspläne, entsteht ein Ressourcenbedarf. Und dieser Ressourcenbedarf für jedes Ziel wird dann abgeglichen mit deiner Bestandsaufnahme. Und schon weißt du, was du zu tun hast als nächsten Schritt. Also wie du siehst, ist es relativ simpel, aus einer Krise rauszukommen, wenn du nicht allzu sehr auf deinen emotionalen Zustand schaust, wenn du nicht allzu sehr dir selbst leid tust und wenn du vor allen Dingen nicht die Schuld anderen gibst. Denn wenn du anderen Menschen die Schuld gibst an der Situation, dann gibst du ihnen auch die Macht zur Veränderung deiner Lage. Und die würde ich lieber bei dir lassen. Deshalb übernimm 100% Verantwortung und Schuld für die Situation, auch wenn du es vielleicht nicht vollständig warst. Aber dann kriegst du die Macht zurück, handlungsfähig zu werden und zu bleiben. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann kannst du gerne ein kostenfreies Erstgespräch beantragen. Denn unsere Berater und auch Coaches helfen dir gerne aus der Situation hin zu deinen Zielen. Und das machen wir bundesweit, sind gefördert, zertifiziert. Das heißt, unsere Beratung kann bis zu 100% auch gefördert werden. Aber buch jetzt nicht nur dein kostenfreies Erstgespräch, sondern like das Video auch, wenn es dir gefallen hat und teile es auch gerne und vor allen Dingen kannst du unseren Kanal auch abonnieren. Dann bleibst du informiert, wenn es neue Videos gibt. Und ich wünsche dir jetzt viel Erfolg, viel Kraft und viel Zuversicht für deine Zukunft in der Krise. Dein Daniel Schäfer.